Ach Gott, ich glaube, ich werde es richtig doll bereuen. Aber sowas, Freunde. Ja, Freunde der guten Laune, bis zur Zeitung. Und herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zum City Driver. Und endlich ist es soweit. City Driver ist jetzt auch auf der stärksten aktuellen erhältlichen Konsole vorhanden, nämlich auf der Xbox Series X. Zumindest seht ihr jetzt hier die Version Xbox Series X. Und die Bewertung, zumindest bis jetzt, zwei Käufe, einmal ein Stern und einmal drei Sterne, sind alles andere als gut. Und kleiner Disclaimer vorab, kleine Vorwarnung, ich werde kritisch sein. Ich werde hier kein Blatt vor den Mund nehmen und ich habe schon, auch allein schon dank der Bewertung, schon in den kleinen Screenshots gesehen, hier auf Xbox, dass wir hier ein ordentliches Problem haben. Denn das Spiel, das Bild soll sehr verwaschen aussehen. Zumindest sieht man es alleine schon hier im Hauptmenü. Aber wir gucken uns gleich mal den Optionen an. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, das Spiel gibt es für 39,99. Das ist ein fairer Preis, wenn man das Ganze betrachtet, dass es auf Steam auch für ungefähr 35, 36 Euro bekommt, also in der Edition, die wir auch hier haben. Denn wir haben das DLC, also das Autobahn-DLC, mit in diesem Spiel inbegriffen und dementsprechend ist der Preis ein bisschen höher. Zudem kommt meist immer noch hinzu, dass gerade Xbox irgendwie ein paar Euro mehr verlangt. Ich denke mal, die Entwickler und der Publisher wollen das Ganze ein bisschen ausgleichen. Ich denke mal, ungefähr wahrscheinlich, ja, 10% geht wahrscheinlich an Xbox bzw. an Microsoft und deshalb ist der Preis ein Ticken teurer. So viel erst einmal dazu. Ihr müsst wissen, ich habe den City Driver ausgiebig auf dem PC gespielt. Ich dürfte damals dank ViewApp, muss man sagen, nicht dank Aerosoft, sondern dank ViewApp, durfte ich das Spiel vorab testen und habe dies auch ausgiebig getan, auch nach dem Release Mord. Danach habe ich sehr viel gespielt. Ich bin mit euch die Updates durchgegangen und ja, also City Driver ist halt ein Fahrsimulator, fangen wir vielleicht mal dabei an, und der aber halt auch jetzt seinen Zenit erreicht hat. So viel dazu. Kleiner Fun Fact am Rande, auf dem PC arbeiten wir mit der Unreal Engine 5, also der neuesten Unreal Engine 5, und was ganz witzig ist, dieses Spiel hier, die Xbox-Version, die Xbox Series X-Version, die hat insgesamt 15 GB und die PC-Fassung hat knapp 25 GB. Das sind 10 GB Unterschied. Da werden wir wahrscheinlich jetzt genau wissen und wir werden es wahrscheinlich gleich zu sehen bekommen, wo die 10 GB geblieben sind. Gehen wir erstmal ganz kurz hier zu den Optionen, ich wollte gerade sagen. Was kann man jetzt hier eigentlich einstellen? Also, wir haben ja erstmal die wir haben eigentlich nicht viele Möglichkeiten, die wir einstellen können. Auch nicht schlecht. Wir können die Musiklautstärke machen. Machen wir auch mal runter. Ist jetzt nichts Schlimmes, aber können wir gerne so machen. HUD und Gameplay. Automatisches Kuppeln. Ja, bitte Motorstart. Ja, 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 ja. Sichtfeld, Geschwindigkeit vergrößern. Grafik haben wir hier keine Einstellungsmöglichkeiten. Ist auch nicht immer gang und gäbe auf den Konsolen, aber ich sag mal, von guten Spielen beziehungsweise Publisher, die was von ihren Spielen halten, die gehen schon den Weg, dass man entweder zwischen Leistung und Qualität entscheiden kann. Hier ist das nicht der Fall. Nee, überhaupt nicht. Ja, Datenschutzlinien können wir uns auch angucken, wer das gerne mag. Wir haben eigentlich haben wir nur eine Option, aber ihr habt hier auch zwei Optionen. Ihr könnt nämlich auch ein Tutorial starten, wie das eigentliche Fahren funktioniert. Und das brauchen wir uns nicht angucken. Was wir uns angucken werden, ist, wir werden, ja, das Tutorial einmal bitte überspringen. Wir werden es hier aus angucken. Ihr habt folgende Fahrzeuge hier, den Marathon Automatik. Ja, ist ein Mercedes Sprinter, wir haben keine Originalmarken. Den haben wir, genau, als Automatik und als manuell. Wir haben den Sagita C-Series. Das ist ein relativ neues Fahrzeug. Wir haben den Murago Turbo, den, der ist übrigens ein Porsche Cayenne-Verschnitt. Bellotar 7 Automatik, ja, VW Golf, ein Automatik- und Manuell-Verschnitt. Dann haben wir den Vella GT, das ist ein Ersatzfahrzeug. Vorher hatten wir einen Ferrari-Verschnitt gehabt. Ich denke mal, aufgrund der Ähnlichkeit mussten sie diesen rausnehmen, haben dafür den Vella GT eingetauscht. Dann haben wir noch den Model E. Tesla sieht man ganz gut, Model E Performance mit ein bisschen mehr Leistung und Model Z, das war's gewesen. Was ihr auch noch machen könnt, ist folgendermaßen, wir fangen erstmal an hier mit einem VW Automatik. Wir können das Design anpassen. Wir können jetzt hier zum Beispiel auf Designs gehen, neues Design erstellen und können jetzt hier, wenn wir wollen, die Farbe eingeben, wie wir gerne möchten. Alles mit Steuerkreuz im Übrigen, falls ihr jetzt da irgendwie euch ein bisschen wundert.
Guck mal, da können wir jetzt hier zum Beispiel hier so ein bisschen die Farbe eingeben. So. Ich würde mal sagen, wir nehmen mal eine schöne Farbe, die auch vielleicht ein bisschen grafikmäßig dazu passt. Rot geht aber ein bisschen ins Dunklere. Und wir können auch bestimmen, was wir haben wollen. Eher matt oder eher glänzend. Das ist jetzt hier glänzend. Und das ist jetzt hier total matt. Wir gehen jetzt mal aufgrund dessen, dass er ein Review ist, einfach mal ins Glänzen über, denn wir werden uns natürlich auch gleich die Grafik angucken. Das Ganze wählen wir aus. Was sofort auffällt, ist halt, hier ist alles verwischt. Selbst die Schrift ist verwischt. Meine Mutmaßung ist schon mal, es liegt daran, dass View-App gar nichts mit dem Spiel zu tun hat. Die stehen als Entwickler drin, ja, weil es ja auch deren Spiel ist. Ich glaube aber, Aerosoft hat ihren alten Windows 98 Laptop aufgeklappt und haben das Spiel versucht, so gut es geht, bei Xbox hochzuladen. Ich sag's jetzt mal, bei Microsoft hochzuladen, einzureichen. Und das ist dabei rausgekommen. So sieht das Ganze hier aus. Ihr merkt, meine Kritik, die wird nicht weniger. So, jetzt mal ganz kurz zu der eigentlichen Map rauszoomen. Können wir, glaube ich, gerade hier nicht, nee. Das ist jetzt, wo wir es gerade sind, Autobahnbereich. Jetzt gehen wir hier so ein bisschen runtergehen. Hier. Das ist ja alles so ein bisschen die Autobahn. Hier sind wir jetzt in der Münchner Innenstadt. Es war mal gedacht gewesen, das Ganze auszubauen. Ihr seht ja, was ringsherum eigentlich, sagen wir mal, ein bisschen verblasst da herausscheint. Es sollte eigentlich immer noch dazukommen. Wird's nicht. Kleiner Spoiler am Rande. Es wird nicht dazukommen. So, ich gehe jetzt einer meiner Lieblingsorte, nämlich hier. Gefällt mir mal ganz gut, hier loszulegen. Und ja, Lenkrad ist angeschlossen. Trustmaster Leather Wheel ist es. Also ist einfach nur ein Trustmaster, aber mit Lederlenkrad. Deswegen ist der Name Leather Wheel irgendwie da als kleines Limited so bekannt. Wir gucken mal, wie die Ladezeiten sind. Menü, so generell läuft das sehr flüssig. Ich muss immer wiederum dazu sagen, die PC-Fassung ist natürlich alles ein bisschen hakelig, je nachdem, wie die Performance eures PCs ist. Das wird auf der Konsole vielleicht ein bisschen angenehmer, hoffentlich sein. Und ja, mal gucken, wie lange es doch jetzt hier lädt. Oder sind wir auch schon? Ja. Also, was wir schon merken, es läuft sehr flüssig. Das ist hier wirklich sehr schön. Ach du Scheiße. Aerosoft war nie dafür bekannt gewesen, Konsolentitel ausgiebig Liebe zu schenken. Und da ist die Sichtweite im Gegensatz zu manch anderen Spielen schon mal vorab gut. Aber, ja, schön ist es nicht, wa? Das ist hier irgendwie alles. Boah, ach so, habe ich schon erwähnt. Ich werde natürlich selbstverständlich ein Vergleichsvideo machen zwischen Konsole und PC-Fassung. Das Ganze wird natürlich jetzt hier im 4K auch hochgeladen. Und ja, hier sind wir jetzt also quasi. Erstmal, es läuft wirklich schön flüssig. Schön 60 Frames. Das ist wirklich sehr perfekt. Ja, das Auto sieht halt einfach ein bisschen matsch aus. So schön sieht es gar nicht aus. Wir können uns ja mal hier den guten Alfred angucken. Wir nennen jetzt einfach mal Alfred. Ja, die KI sieht in Ordnung aus. Ich glaube zu meinem, wir laufen wahrscheinlich hier noch auf der alten Unreal Engine 4. Das wird das Riesenproblem sein. So, ihr habt euer Auto. Hier könnt ihr im Endeffekt, die Tür könnt ihr aufmachen. Hier zum Beispiel, zack. Kofferraum könnt ihr aufmachen. Und das könnt ihr aufmachen. Für all diejenigen, die dieses Spiel gar nicht kennen. Was ist denn jetzt eigentlich Sinn und Zweck dieses Spiels? Es ist ein reiner Fahrsimulator. Ihr habt kleinere Missionen, die euch im Endeffekt einfach nur so ein bisschen auf Trab halten sollen, die euch so ein bisschen Spielzeit bringen sollen. Und mehr ist es auch gar nicht. Ihr sammelt keine Erfahrungspunkte, ihr sammelt kein Geld, ihr könnt nichts Neues kaufen. All die Fahrzeuge, die ihr gerade gesehen habt, die könnt ihr gleich sofort schnappen. Diese Fahrzeuge, und das ist vielleicht auch ein kleiner Kontra, apropos Pro und Contra, wir werden natürlich am Ende des Tages natürlich unser Fazit machen. Und da bin ich, wie gesagt, auch knallhart ehrlich. Nochmal zurück, wir haben hier vorweg schon mal alle Fahrzeuge, die ihr hier seht, das sind fahrbare Fahrzeuge. Zumindest die meisten hier. Eigentlich jeder hier gefühlt. Und das ist natürlich schon ein kleiner Knackpunkt. Es wäre schöner gewesen, auch wenn wir nicht damit fahren können, dass NPC-Fahrzeuge auch ein bisschen in anderen Varianten vorhanden sind. Ja, so viel dazu. Wir steigen mal ein. Dazu könnt ihr einfach die Tür aufmachen. Und dann seht ihr hier, einsteigen, halten. Und da sind wir auch schon.
Jetzt werdet ihr natürlich sagen, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Tut's ja auch gar nicht. Aber wie gesagt, man merkt halt sofort, es ist noch die alte Unreal Engine 4. Also auf 5 ist noch nicht geupdatet. Aber die Performance stimmt schon mal. Das haut schon mal hin. So, jetzt können wir hier einfach mal, wenn wir jetzt das Steuerkreuz nach unten gedrückt halten, den Motor anmachen. Wir können auch Radio anmachen. Ach, Radio. Die Radio auf den Konsolen geht übrigens nicht. Das ist natürlich auch klar. Und ja, jetzt kann man den Gang nach vorne wählen. Entweder für rückwärts. Guck, zack. Oder für vorwärts. Und wir fahren jetzt allererstes mal für all diejenigen, die einen Controller besitzen. Weil ich glaube, die meisten von euch besitzen einen Controller. Mit dem rechten Stick könnt ihr euch umschauen. Wie gesagt, alles butterweich von der Performance her. Gefällt mir gut. Wir können mal ganz kurz zu den Optionen gehen. Und das ist halt auch ein Knackpunkt. Wir haben keine Möglichkeiten, Steuerung einzustellen. Das ist nicht schön. Das haben wir auf dem PC. Warum es auf der Konsole nicht funktioniert, weiß ich auch nicht. Ich bin sogar so genügig, dass ich sagen würde, Lenkrad, okay, Einstellung, mach ein bisschen später, aber Controller-Einstellung wäre ganz schön. Ansonsten, wir lenken mal voll nach links ein, geht relativ zack, ja. Okay, die Nullstellung geht auch relativ schnell, das ist schon mal ganz gut. Ihr merkt es ja auch meistens, wenn ihr zum Beispiel, wie wir nämlich gleich mal hier rechts abbiegen. So, genau, Blinker war hier gewesen. Wie wir nämlich gleich mal rechts abbiegen, dass wenn ihr bei manchen Spielen halt voll einlenken wollt, dass es extrem lange braucht, bis er wieder auf den Nullpunkt zurückgeht. Ich denke mal, hier wird es kein Problem sein. Ja gut, Blinker habe ich nicht gesetzt. Wir kriegen auch ein paar Warnhinweise, wenn wir etwas vergessen haben. Wir fahren mal unseren Kollegen hier einfach hinterher. Und ja, Controller-Steuerung macht auf alle Fälle Spaß. Also ist vollkommen in Ordnung, ist eine gute Einstellung. Und ja, ich würde mal sagen, mal so den ersten kleinen Eindruck, ist in Ordnung, ja. Wir können natürlich auch die Kameraperspektive verändern. Ich muss mal kurz mal gucken, wo das denn hier war. Hier. So. Schatten sind schon mal vorhanden, das ist sehr schön. Lass uns mal hier so ein bisschen angucken. Aber der Detailgrad, der fehlt schon. Jetzt werden manche meinen, naja, so schlimm sieht es ja gar nicht aus. Wie gesagt, der Vergleich steht immer noch so im PC-Video, wenn wir dazu machen. Aber ansonsten, wir haben NPCs, wir haben KIs, die wir leider auch hier nicht einstellen können. Das können wir bei der PC-Fassung aber machen. Und ja, jetzt könnt ihr halt einfach ein bisschen durch die Gegend kurven. Ihr könnt aber auch hier auf Start gehen. Und jetzt seht ihr hier, guck mal, diese kleinen Symbole hier, das sind Missionen. Zum Beispiel alles einsteigen heißt es hier. Reifenwechsel. Und ich glaube, den Reifenwechsel werden wir uns heute auch mal angucken. Dazu können wir uns jetzt gleich mal hier einen kleinen Wegepunkt setzen. Biegen wir mal hier rechts ab. München ist mal relativ interessant, weil München kommt hier sehr schnell mal im Bereich, wo auf einmal eine Einbahnstraße ist. Hier ist noch alles in Ordnung. Und ich würde mal sagen, wir halten mal kurz hier an. Fahren mal rückwärts. Können wir auch nach hinten gucken eigentlich? Ja, nach hinten können wir natürlich auch gucken. Achso, da hinten braucht man gar nicht gucken, denn, haha, wir haben nämlich ein cooles Gimmick. Wir haben nämlich eine Rückfahrkamera. Ihr habt eigentlich auch, finde ich persönlich, einen guten Punkt, wo ihr leicht Gas geben könnt. Könnte ein bisschen sanfter sein, aber es ist in Ordnung. Bremse ist ein bisschen sehr straff, aber Hauptsache es bremst. So, jetzt packe ich mal meinen Controller beiseite. Und ja, Lenkradfunktion haut schon mal hin. Von was ich immer ein Fan bin, ist folgendermaßen. Ich habe mein Lenkrad jetzt vor mir und ich lenke jetzt einfach mit meinem echten Lenkrad, mit meinem Thrustmaster um 90 Grad nach links. Und das ist ganz in Ordnung. Es ist ein bisschen mehr, das wird natürlich bei 180 Grad nochmal mehr. Bei 270 Grad nochmal mehr, sind wir schon bei 360 Grad. Also nach und nach kommt ein bisschen mehr dazu. So, jetzt können wir hier auch Gas geben. Wunderbar. Jetzt müssen wir mal gucken, wo hier was war. Genau, rückwärts mit den Pedals. Ah, okay, gut. Können wir leider nicht ändern. Ich würde es eher mögen, wenn wir hier diese Gangschaltung, weil wir schon so auf Automatik fahren, dass wir die vielleicht wenn für einen Blinker benutzen, aber eigentlich ist es ja vollkommen richtig, dass diese Schalthebel eigentlich für die Gänge sind. So, dann fahren wir mal damit.
Frau Siebeck ist sehr straff eingestellt, viel zu straff für ein Fahrzeug. Kleiner Funfact am Rande, als ich damals den City Driver bekommen habe und angetestet habe, da habe ich meine Freundin mal damit spielen lassen. Die mag keine Spiele überhaupt nicht, aber ich habe ihr gesagt, hey, einfach nur fürs Video, mir einfach mal zu sagen, wie fühlt es sich an, weil sie selber auch einen VW Golf besitzt. Und sie meint, es hat mit Autofahren nicht viel zu tun, aber allein schon, weil es Frau Siebeck viel zu hart ist. Es ist wirklich sehr, sehr straff, aber was schön ist, und wie gesagt, ich habe gesagt, ich bin ehrlich, das ist halt auch wirklich wichtig, dass wir halt wirklich merken, allein beim leichten Einlenken, wir haben schon Force Feedback, das ist schön, also da ist jetzt nicht viel Luft, viel Spiel, das ist also schon mal sehr angenehm. So, warte mal, genau, das können wir hier wegmachen, diese kleine Anzeige, dann müssen wir da vorne einmal links abbiegen. Also wie gesagt, der Detailgrad, der hält sich echt hier, ihr seht es auch hier, es ploppt da hinten echt spät auf. Das Ganze wirkt halt sehr batschig, überhaupt halt nicht extrem scharf. Man kann eigentlich aber alles grob erkennen, das ist immer noch in Ordnung. Ja, Originalmarken haben wir auch, wir sehen es gerade hier vorne, Fehmarn. Oh nö, da gucken wir mal ganz kurz hier ein bisschen mit dem Lenkrad herum. Wie gesagt, umgucken könnt ihr euch ja währenddessen. So, müsst ihr kurz mal hier stehen bleiben. Da würde ich mal sagen, auch wenn es nicht erlaubt ist, wir geben mal ein bisschen Gas hier. Also auf alle Fälle ist es schon mal sehr angenehm, dass es einfach wirklich konstant flüssig läuft. Selbst bei hoher Geschwindigkeit. Obwohl, sie haben es einfach nur kopiert. Das ist schon wieder richtig geil. Denn dieser Fehler, den ihr gerade gesehen habt, dieses kleine Bildflackern, dieses kleine kurz hängen bleiben und die Fahrzeuge springen nach vorne, das kennen wir schon aus dem PC. Das ist halt wirklich schön die PC-Fassung. Da wurde wirklich gar nichts großartig gemacht, nur in Unreal Engine 4. Das muss ja wahrscheinlich möglich sein, dass man die aktuelle Fassung nimmt, nur dass man halt eine Engine weiter runter geht, weil es vielleicht und natürlich Unreal Engine 5 gibt es auf den Konsolen, auf der Xbox Series X sowieso. Wir haben damals die Tech-Demo rund um Matrix und Neo erhalten. Und seit neuestem haben wir ja auch Senuas Dingster Boomster. Das ist ja so das aktuell beste Spiel mit der besten Grafik, auch Unreal Engine 5. Das funktioniert hier alles. Gerade auch, weil eigentlich auch die Unreal Engine 5 ein bisschen angenehmer zu den Spielen sein soll. Zumindest im Vergleich zu dem, was dazu kommt. Das Ganze wird ja nochmal ein bisschen verschärft, verbessert und dementsprechend kann der Speicherplatz einfach dadurch nochmal ein bisschen größer werden, den wir benötigen. Aber wiederum soll das Spiel auch im gleichen Atemzug dafür, dass eine niegelnagelneue Engine ist, mit viel mehr Detailgrad wesentlich flüssiger laufen. Also das wäre alles hier möglich gewesen, aber hat einfach sich wahrscheinlich für die alte Unreal Engine hier so ein bisschen entschieden. Was wir uns auch nochmal angucken können, wenn es das gibt, wir gehen mal hier rüber zum Menü. Und wir haben einen Fotomodus. Das ist schon mal sehr schön. Und den können wir uns mal angucken. Der stört mich, dass der jetzt irgendwie hier links ist. Ist aber häkelig beim Fotomodus. Ey, alter Falter. So. Und der Fotomodus ist mitunter jetzt die größte Schwäche hier beim City Driver, wenn wir sehen erst recht, wie verwaschen das Ganze ist, wie nicht richtig scharf das Ganze ist. Wir können natürlich hier alles fokussieren, wenn wir wollen. Wir können auch Einstellungen anpassen, dass wir zum Beispiel sagen wollen, okay, das ist der Fokusabstand. Kontrast können wir zum Beispiel hoch machen. Für ein schönes Foto, ein kleiner Tipp am Rande, könnt ihr einfach mal hier auf ungefähr na, so 49, 50 gehen und die Belichtung einfach mal ein bisschen höher machen. Hier und dann einfach mal die Sättigung noch mal ein bisschen höher machen. Dann habt ihr eigentlich auch relativ schöne Fotos, weil es alles ein bisschen dunkler ist. Müsst euch einfach mal ein bisschen austesten. Also einfach hier wirklich ein bisschen mehr Helligkeit, ein bisschen mehr Kontrast und habt da eine schöne Möglichkeit, schöne farbenfrohe Fotos zu nehmen. Vignette könnt ihr natürlich auch rausmachen, wenn ihr wollt. Dann ist der Rand ein bisschen klarer. Ihr könnt hier die Zeiten ändern. So, sieht es zum Beispiel bewölkt aus. Was jetzt der Clou ist, wenn man es so sehen möchte, das Spiel hat zwar einen Zeitvorsprung, aber eine Zeitumstellung nicht. Die Zeitumstellung könnt ihr aber im Fotosmodus übernehmen. Guckt hier, dann ist die Zeit umgestellt. Das ist halt so möglich. Also wie gesagt, das könnt ihr einfach hier alles so machen. Wir können auch, wie gesagt, jetzt wieder hier ein bisschen zurückgehen. Machen wir mal so. Und wir gucken uns das nochmal ganz kurz an, wenn ich jetzt so mit dem Fotomodus ein bisschen klarkomme.
gebe jetzt mein Bestes. Ja, der häkelt aber ganz schön viel bei vielen Sachen. Das ist quasi Detailgrad des Spiels. Ist in Ordnung, aber ich kann euch eins vergewissern, auf dem PC sieht alles nochmal ein bisschen schöner aus. So, cruisen wir mal ein bisschen weiter zur allerersten Mission. Ich will euch ja natürlich hier in dem Review mal zeigen, worum es hier in diesem Spiel wirklich geht. Eieieiei, ein paar gleich hier. So, komm, wir geben einfach mal Gas. Oh, aber man muss sagen, das Lenken ist angenehm. Also mit dem Lenkrad kommen wir richtig gut klar. Ja, also hier und da gibt es ein paar Haken. Das ist aber vollkommen ordentlich. Auf PC war es schlimmer gewesen. Aber hier wird auch viel zurückgeschickt. Aber man merkt, hier sind, guck mal, hier ein paar Bildhänger. Also das werdet ihr immer wieder mal haben. Gut, ich würde mal sagen, komm, wir biegen mal ganz kurz hier ab. Aber ansonsten könnt ihr eigentlich relativ gut zum Beispiel ausweichen. Ohne den Wagen jetzt allzu sehr verliert. Das ist auch alles in Ordnung. Okay. Das geht immer noch. Also das ist wirklich von Hause aus gut eingestellt. Wie gesagt, einfach dem gegebenen Fall, weil wir halt einfach aktuell noch keine Konsole, also keine Einstellung auf die Konsolen richtig vornehmen können. Ich bin jetzt hier auf den Gleisen. Auch kleiner Funfact, bei der Straßenbahn tut sich gar nichts. Es war früher mal gedacht gewesen, dass ich bei der Straßenbahn was tun soll. Es sollten Bus und Straßenbahn fahren. Die kamen bis heute nicht und die werden höchstwahrscheinlich auch nie kommen. Jetzt noch mal ganz kurz gucken. Ach, ich bin zu früh abgebogen. Mal einmal kurz hier wenden. Wir wollen ja hier die allererste Mission machen. Das fahren wir auch mal ein bisschen ordentlich. Ja, auf dem PC waren auch mal Mods gedacht gewesen. Vielleicht auch ein kleines Pro für euch, dass ihr auf den Konsolen nicht euch ärgern müsst, dass zum Beispiel PC-Spiele tolle Mods erhalten. Es gab ein paar Mods, aber ViewApp bzw. Aerosoft hat es auch nicht so freischalten lassen. Meine Idee war es immer gewesen, auch zum Ende hin in dieser Spielära City Driver doch einfach für die Community volle Mod-Funktion freizugeben. Mit der Unreal Engine 5 oder 4, was auch immer zu dem Zeitpunkt gerade lief, als ich das gesagt habe, dass man die ganzen Assists nehmen kann, neue Fahrzeuge kreieren kann. Und das war auch mal die Grundidee gewesen. Das wurde großspurig vom guten Fabian, aber auch, sag mal wirklich vom Namen von Aerosoft, gesagt, dass ja, die Mods mit Fahrzeugen, ihr könnt ihr eigene Fahrzeuge kreieren, das ist alles kein Problem. Da haben sie auch gesagt, Marken hier ist natürlich die aktuellen vorhandenen Fahrzeuge nicht möglich, hat was mit den Lizenzen zu tun, aber durch Mods wäre sowas möglich. Ihr könnt da echt Fahrzeug vom Design und mit den Marken dazu machen. Es ist ja halt alles nur Modding. Das blieb bis heute hin aus, das reine Modding-Betreibende. Also das ist wirklich, war angedacht gewesen, kam aber so wirklich nie. Oh, Fußgänger müssen natürlich auch mal ein bisschen aufpassen. Wenn wir die anfahren, dann gibt es einfach nur Ärger. Das Bild wird ganz kurz mal schwarz. Und da ist das so, dass jemand angefahren. Böse, böse, böse. Ja, das müssen wir mal kurz gucken. Irgendwo. Achso, was wir auch gucken können, ist eigentlich... Ja, auch nicht schlecht. Wir können mit Controller und Lenkrad gleichzeitig spielen. So, hier ist, glaube ich, unser Auftrag. Dafür müssen wir jetzt hier einfach mal reingehen. Und zum Beispiel jetzt A drücken. Und jetzt beginnen wir schon unsere Mission. Ihr seht da die Räder. Guckt mal, fahre zur Werkstatt und lade die Reifen ein und bring sie zu deinem Freund. Unser Kumpel, ihr seht es gerade hier, will sein Fahrzeug nämlich wechseln oder seine Reifen wechseln zu dem jeweiligen Fahrzeug. Und wir sollen ihn Reifen holen. So, jetzt fällt mir im Übrigen einfach mal was auf. Wie, beziehungsweise wahrscheinlich warum der Fotomodus gar nicht so funktioniert und gar nicht so ein Augenschein oder beziehungsweise wahrscheinlich auch gar nicht so richtig angedacht war. Jetzt können wir uns hier im Fotomodus schon angucken. Wir können reinzoomen, rauszoomen, was auch immer ihr gerne wollt, umhalten. Wir können natürlich auch hier die Zeit ändern, habe ich auch gemacht. Jetzt haben wir ein recht solides Bild. Und ich habe mir gedacht, okay, gut, die Grafik gefällt mir aber richtig gut. Das drucke ich mir in ein Riesenformat für meine Wohnung aus. Dann sehe ich zwar nur Pixel, aber ist auch in Ordnung. Ich habe jetzt hier keine Möglichkeit, um zu sagen, ich will aber jetzt hier diese Kameraanzeige rausnehmen. Besonders diesen Fotomodus, also quasi hat ausschalten. Wie soll ich jetzt ein Foto machen? Wie soll ich vielleicht einen Screenshot jetzt mit Xbox machen? Geht ja gar nicht. Ist mir gerade mal so aufgefallen. Totaler Unnutz. Schade. Aber egal. So, wir fahren einfach jetzt über den Bürgersteig. Ja, und jetzt könnt ihr euch, wie gesagt, einfach hier an den Gesetzgebenheiten einfach mal ein bisschen orientieren. Könnt ihr hier so ein bisschen herumcruisen.
Mehr macht ihr hier auch nicht. Ihr cruist hier nur herum, könnt eure Mission machen. Ihr habt NPCs, die über die Straße laufen. Wenn sie rennen, das ist vielleicht ein ganz cooles Gimmick, dann heißt es, dass die Ampel auf Rot gesprungen ist und dass sie sich quasi jetzt beeilen wollen. Da, ihr seht, sie rennen gerade los, er auch. Und wir bekommen Grün. Nee, dann holen wir mal die Reifen aus der Werkstatt, sie ist nicht allzu weit weg. Und dann bringen wir uns das mal dem Freund. Die Spiegel, ja, ist in Ordnung. Wie gesagt, alles kann besser werden, beziehungsweise besser sein. Werden wird hier nie was, kommt vielleicht noch ein Patch heraus, obwohl... wir kommen am Ende des Themas dazu, am Ende des Tages an dem Video hier dazu, zu dem Thema, wie denn unser Fazit hier ausfällt. Ach, guck mal, wir haben doch Musik. Okay. Nett. Also das haben sie immerhin auch eingebaut. Das ist eine coole Sache. Muss man ja auch mal loben. Das haben sie nämlich bei anderen Spielen, Fernbus, Toolspace und Latte auf dem PC. Es ist kein Problem, Radio mit einzubauen, weil ihr könnt ja über Internet auch Radio empfangen. Hier sind das wieder Markenrechte, also quasi Rechte, die, gerade Musikrechte, die verletzt werden könnten. Das geht nämlich nicht, weil ihr quasi keinen Radioempfänger habt, auch keine Möglichkeit, Radio über die Xbox so zu hören oder über die Playstation. Deswegen fallen solche Sachen wie Musikrechte irgendwann weg und es gibt keine Musik mehr. Hier haben sie wenigstens ein bisschen Musik mit eingebaut. Das ist natürlich recht cool. Schlängeln wir uns mal hier den Weg entlang. Oh, ja, manchmal hat er aber wirklich echt Probleme. Aber ich muss dazu sagen, was auf den ersten Blick sieht, wir haben viele Fahrzeuge auf der Strecke. Also hier wurde jetzt nicht Minimum eingestellt. Hier wurde, ja, also hoch würde ich mal eingestellt. Es geht noch, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Dafür sind nämlich hier teilweise viele Lücken. Aber das ist schon mal sehr gut. Es sind auch viele NPCs unterwegs, sowohl Fußgänger als auch Fahrzeuge. Das ist auch gut eingestellt. Also hier wurde jetzt nicht in den Aspekt zurückgeschraubt. So, jetzt einmal hier schön rum. Aufpassen, keine Fußgänger kommen. Denn hier vorne, guck mal. So, da stehen, liegen auch schon die Reifen bereit. Jetzt halten wir mal kurz hier an. Drehen uns mal hier nach rechts. A gedrückt halten, damit wir nämlich aussteigen. Und dann könnt ihr hier alles aufmachen. Hier aufmachen. Und jetzt könnt ihr euch die Reifen hier nehmen. Einfach da reinpacken. So. So. Ich glaube, mehr geht auch gar nicht, wenn ihr ein größeres Fahrzeug hättet. Würdet ihr mehr reinbekommen? Ich glaube, wir kriegen hier keinen dritten mehr rein. Nö, dritten kriegen wir hier nicht rein. Aber hier, ach, das ist natürlich cool. Geht doch hier. Weiß man mal gar nicht, weil wir keine Türen haben. Okay, die vier Reifen haben wir schon mal eingeladen. Wir steigen hier wieder ein. Türen gehen automatisch zu. Ja, und dann fahren wir zu unserem Kumpel nämlich. Der wartet schon sehnsüchtig auf seine neuen Reifen für den Sommer. Oh, einmal hier drehen. War doch hier gewesen, oder? Da muss nicht so heiß nach vorne. Ne, Tankstelle war es gewesen, genau. Hier vorne müssen wir nämlich einen kleinen U-Turn machen. Ja, einmal hier rum. Beholen wir die nochmal schnell. Dann halt mal direkt neben ihn. Beziehungsweise, ich glaube, wir müssen eigentlich nur hier ausladen. Das heißt, wir steigen jetzt hier einfach mal aus. Für A gedrückt halten. Jetzt sehen wir uns die Reifen. Die packen wir, glaube ich, hier hin, wa? Genau. Hier. Stapelt jetzt automatisch übereinander. Und hier. Das war's auch schon gewesen. Das ist unsere Mission gewesen. Jetzt können wir einfach, wenn wir wollen, natürlich ein bisschen daran arbeiten, dass wir zum Beispiel keine Verkehrsregeln missachten und keine Zusammenstöße haben. Dann kriegen wir die volle Punkteausbeute. Wie gesagt, von den Punkten könnt ihr euch gar nichts holen. Aber auch wirklich gar nichts. Ihr könnt die Mission natürlich immer wieder neu starten und wieder fahren.
Und dann ist eigentlich alles in Ordnung. Freunde, jetzt kommen wir auch mal zum Fazit. Ich denke mal, es sollte vielleicht hier und da ein bisschen reichen. Und wir müssen vielleicht mal zusammenfassen. Pro und Contra. Pro, wir werden aber auch viele Vergleiche ein bisschen zu PC ziehen. Der Performance ist gut. Auch wenn wir leider auch Gottes Willen die Kinderkrankheiten vom PC haben. Das heißt, ihr merkt es manchmal, wenn das Bild ganz kurz gefriert und auf einmal im nächsten Moment sind die Fahrzeuge entweder näher dran, weil wir weitergefahren sind, oder aber auch die Fahrzeuge werden weiter von uns weg. Diese Kinderkrankheiten gibt es schon länger hier auf dem PC und jetzt auch leider auf der Xbox Series X. Und weil wir auch gerade bei der Xbox Series X sind, das ist ja aktuell die stärkste Konsole. Und da ist es halt einfach schade, dass wir bei der doch sehr leichten, matschigen Grafik, aber es hält sich immer noch in Grenzen, sie ist immer noch solide, leider nicht jetzt die Möglichkeiten besitzen, in Qualität umzuschalten, die Grafik zu erheben oder gar, dass das Spiel auf Unreal Engine 5 geupdatet worden ist, denn auch wieder passend zum Thema, wir arbeiten ja aktuell oder wir fahren ja aktuell mit der Unreal Engine 4 und da ist natürlich auch klar, wo fast die 9 bis 10 GB am Ende des Tages fehlen. Wie gesagt, auf der Xbox 14 bis 15 GB, auf dem PC 24 bis 25 GB. Das ist die reine Performance, Detailgrad, die Aufbesserung durch die Unreal Engine 5, die nochmal in dieses Spiel einfließen würde. Was nicht einfließen wird, sind Erweiterungen. Jetzt habt ihr mit der Version, oder generell mit der Version, habt ihr ja schon die Erweiterung rund um die Autobahn bekommen. Aber, so wie vieles vorher immer prophezeit worden ist, was doch kommen soll, wird es halt nicht gehen. Wir haben ein, zwei Fahrzeuge dazu bekommen, dann sind welche weggegangen wegen Lizenzen, dann sind die jetzt so wie sie sind. Ist auch vollkommen egal. Zumindest muss man halt festhalten, ihr bekommt, oder ich denke mal, hier wird nicht mehr gearbeitet an diesem Spiel. Denn auch wenn View-App drin steht, könnten jetzt Entwickler ja immer noch was machen, aber sie sind mit anderen Sachen beschäftigt, mit einem weitaus schöneren Simulator, wie ich finde. Und da werden die sich gar nicht allzu viel darum scheren, was jetzt hier mit dem Spiel ist oder was nicht. Deswegen glaube ich, dass alles halt Aerosoft irgendwie eigenständig versucht hat, auf Xbox bzw. auf der Microsoft zu übertragen. Das muss man ja alles irgendwie anmelden, hier und da. Und dann war es auch schon gewesen. Da hat man halt einfach nicht mehr viel Liebe zu Detail. Wie gesagt, wir können auch die Einstellung nicht ändern, ob Qualität oder halt reine Leistung. Wir können halt auch die Grundsteuerung können wir halt auch nicht ändern, also mit Controller, Lenkrad, weil wir sensibler haben, weil wir mehr einschlagen können und so weiter und so fort. Die wiederum sind aber Riesen Pro gut von Anfang an eingestellt, weswegen man hier sofort loslegen kann, ohne große Probleme. Generell fühlt sich das Ganze auch ein bisschen angenehmer zu fahren als, ja, auf der PC-Fassung. Was auch noch irgendwie ja, eine gewisse Einstellung mit sich bringen sollte, also die ihr besitzen solltet, wäre eigentlich, dass wir einen Fahrsimulator haben, der recht hübsch aussieht, mit dem ihr im Endeffekt einfach nur von A nach B fahrt, Ampelsignale beachtet, nicht zu schnell fahrt. Und natürlich auch KI können wir auch nicht bestimmen von der Menge her. Aber ich finde die Grundmenge, ob parkende Autos, fahrende Autos, aber auch KI, die ist solide bis hin zu gut hoch eingestellt. Also hier ist auf alle Fälle jede Menge los. Wo natürlich ein bisschen weniger los ist, ist wahrscheinlich in euren Portemonnaies und Geldbörsen. Denn das Spiel verlangt immerhin für 40 Euro den Besitzer zu wechseln. Und ja, die 40 Euro sind immer noch in Richtung Steam gut. Na klar, ein paar Euro mehr ist natürlich für manche Leute halt ein Neuland. Die brauchen das halt irgendwie, weil sie ein bisschen nervöser sind. Und dann passt es eigentlich auch soweit. Aber für 40 Euro, also ich, meine Schmerzgrenze wären wirklich 30 Euro, weil wir haben nur diesen reinen Fahrsimulator. Fahrsimulator, Mission, ohne großen Anreiz die Mission schaffen. Und das war es im Endeffekt auch schon gewesen. Mehr ist es hier ehrlich gesagt nicht. Von daher, von meiner Warte aus, mit dem Preis, mit den ganzen Defiziten, die es hat, auch wenn wir Lenkradfunktion haben, auch wenn es relativ gut butterweich läuft, ist es halt überhaupt nicht gerechtfertigt. Also da hat man einfach zu lange gewartet. Ich weiß nicht, ob mal Aerosoft View-App dazu angehört, sie sollen das machen. Es ist halt eine ganz doofe Phase zu dem Zeitpunkt zwischen beiden, beziehungsweise zwischen den einen Publisher und den einen Entwickler gegangen, denn der Tramsim sollte halt irgendwie auch langsam nicht mehr großartig werden. Jetzt hat man sich entschieden, für die Konsole das zu machen. Dann hat aber View-App in dem gleichen Zeitraum, bevor es dann für die Konsolen herauskam, sich dazu entschieden, zu den Publisher Dovetail Games zu gehen, die hiermit unter für TSW zuständig sind und bringt da auch bald einen neuen Namen heraus. Also ich denke mal, dieses Hin- und Herspielen hat ein Spiel einfach zu sehr geschadet. Von daher, Freunde, wartet lieber ab, außer wenn ihr es nicht abwarten könnt, dann war es das gewesen. Denn
läuft es trotzdem gut, Qualität okay, aber es läuft einfach. Aber vielleicht habt ihr Bock, trotz all dem komplett von vorne zu beginnen. Und wir sehen und hören uns bei der nächsten Folge. Macht's gut, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.